inject a testosterone or... Drug testing. Yeah. Okay. And I'm drug free. Willkommen zu One Day Out INBR Elite Tour. Full Day of Eating. Wir fliegen heute nach Budapest, Ungarn. Bevor wir das aber machen, gibt's den Weight Rip. Okay, nochmal kurz zurück. Ich weiß, ihr wollt einen Formcheck, daher. Ja, also ich bin euch ganz ehrlich, ich bin sehr zufrieden mit der Physik auf jeden Fall. Wir sind ja immer noch komplett flach, denn heute ist der erste Ladetag. Wir haben jetzt mit Johannes, beziehungsweise nicht ich mit Johannes, sondern Johannes hat gesagt, ey, wir laden nur einen Tag, kriegst nur einen Tag Kohlenhydrate, wir probieren das Ganze mal aus. Das heißt, ich hatte bis jetzt noch gar keine Kohlenhydrate und bin immer noch sehr flach, wie ihr seht, dafür aber auch ziemlich scharf. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt zum Whey Drip, let's go. Da ich so oft nach dem Ultra Rice Pudding Rezept, beziehungsweise dem Whey Drip, Rezept gefragt wurde, hier ein ganz simples Tutorial. Erstens brauchen wir eine Base Layer Rice Pudding. Dafür gebt ihr einfach die Menge an Rice Pudding, die ihr halt habt. Für mich sind es, wenn ich nicht am Laden bin, 20 Gramm, was sehr, sehr traurig ist. Heute hat uns Johannes aber 120 Gramm gegeben und dazu geben wir die 2-3-fache Menge. Ihr könnt selber auch ein bisschen rumexperimentieren, wie ihr es lieber habt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt im Aufbau seid, dann könnt ihr einfach nur die 2-fache Menge nehmen, dann habt ihr ein bisschen weniger Volumen. Wenn ihr bei einer Diät seid, könnt ihr die 3- bis sogar 3,5-fache Menge an Wasser nehmen. Besten heißes oder sogar kochendes Wasser zusammengeben, zusammenkippen und dann einfach warten, bis es fest ist. Man kann es auch über Nacht machen, dann ist es so kalt, wie ihr halt Bock drauf habt. Das auf die Seite tun und dann zum Whey Drip. Die Magie. Ihr braucht zuerst mal ein Design Away. Und ja, Leute, es ist wichtig, dass ein Design Away ist, weil die ganzen anderen Ways, also auch die anderen Ways von ESN, zum Beispiel das Easy Way, mit dem funktioniert es nicht so gut. Oder auch mit allen anderen Way Proteinpulver von anderen Marken funktioniert es auch nicht richtig. Ja, man kann es irgendwie machen, aber es schmeckt vom Geschmack her nicht so gut und die Konsistenz funktioniert auch nicht richtig. Aber auf jeden Fall braucht ihr so einen Design Away hier. Geschmäcker, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist erstens Almond Coconut, mein aktueller Favorite. Dann Cinnamon Cereal, Honey Cereal und Dark Cookies and Cream. Ja, genau. Das sind die geilsten. Aber jetzt zum Whey Drip. Wir nehmen uns hier eine Tasse, geben da 30 Gramm Whey rein. Oder wenn ihr halt mehr Proteins braucht, natürlich mehr. Also 40, 50 oder 60 Gramm. Und dazu geben wir 25 Milliliter Wasser. Und es ist da wirklich extrem wichtig, dass ihr nicht mehr Wasser benutzt, weil sonst wird der Drip nicht drippy und so flüssig halt einfach. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mehr Whey benutzt, könnt ihr euch auch immer an den Richtwert halten. Bisschen weniger Wasser. Also wenn ihr 40 Gramm Whey benutzt, könnt ihr dann so 35 oder 34 Milliliter Wasser machen und gebt euch das jetzt einfach mal. Shit! Let's drip! Boah, wie geil! Und jetzt der beste Part. Whey Drip! Als richtig geiles Topping und vor allem für die gesunden Fette gibt es mir immer die Cashew Nut Butter. Einmal darüber. Die müsst ihr nicht nehmen. Wenn ihr aber in einer sehr harten Diätzeit, solltet ihr auch immer gucken, dass ihr genug gesunde Fette zu euch nehmt. Und daher ist eine Nussbude, das ihr empfehlenswert. Die klatschen wir drauf. Ist einfach ein geiler Touch. Meal Nummer 1. Dazu gibt es natürlich die Daily Subs darunter. Athlete Stack Immunity Support, D3K2. Zink, Vitamin C, bla bla bla. Einiges für alle, die mich fragen, ey, welche Vitalsubs soll ich nehmen? Ich würde euch allen empfehlen. Holt euch einmal den Athlete Stack, habt den Allround, sind die Basics abgedeckt. Und dazu gibt es natürlich auch noch das Leckerschmecker Daily. Das wird sich jetzt gegönnt, wird sich reingezogen. Das lasse ich mir schmecken. Und apropos Daily, Athlete Stack und Design Away. Auf all diese Produkte gibt es 25% aktuell mit dem Code Jeremy, denn wir haben die Olympia Week. Eine der besten Aktionen, die es bei ESN einfach überhaupt gibt. Hier sind die ganzen Sachen noch eingeblendet.
Gönnt euch und mit jeder Bestellung, wo ihr den Code-Share benutzt, unterstützt ihr mich und meine Wettkampfvorbereitung noch zusätzlich zu den geilen Rabatten. Also gönnt euch und ich gönne mir das jetzt und ich habe richtig Bock. Aber zuerst muss ich noch in meiner Insta-Story flexen mit diesem geilen Ultra-Rice-Pudding. Bäm! Wir haben nicht mehr nur noch 20 Gramm Rice-Pudding, sondern wir haben dieses fette Ultra-Multra-Way-Drip-Ultra-Rice-Pudding. Geile Meal jetzt. Vor allem auch noch die Nussbutter, die drüber ist. Ist einfach so perfekt. Subs werden sich aber auch noch reingezogen. Es ist so geil. Aber wir sehen uns bei Meal 2. Meal Nummer 2. Wir haben hier 120 Gramm Reis trocken gewogen. Und ich habe den mit viel Wasser gemacht. Das heißt, wir haben ungefähr 500 Gramm Reis. Hier normalerweise macht man so die doppelte oder vielleicht zweieinhalbfache Menge an Wasser in den Reis rein. Aber weil ich einmal mehr Volumen will und mehr zu essen haben will, mache ich einmal mehr Reis rein. Der wird dann mehr so sticky bisschen, so klebrig. Aber ich finde das geil und ich habe mehr zu essen. Daher mache ich das so. Und dazu haben wir 100 Gramm Chicken. Nicht allzu viel, aber es bleibt doch. Und ja, richtig sehen, wir haben beim Rice Pudding davor keine Beeren mehr und auch hier kein Brokkoli. Einmal nur die Verdauung verschnellern und möglichst schnell halt das ganze Essen verdauen. Und der Brokkoli sowie Beeren verlangsamen die Verdauung halt. Deshalb gibt es das einen Tag vor dem Wettkampf nicht mehr. Also seht ihr, wie klebrig das ist? Ich glaube, man sieht das, oder? Ich finde es geil. Im Aufbau würde ich euch das nicht empfehlen, weil ihr dann halt auch mehr Volumen habt und es dann auch schwerer ist, runterzukriegen. Aber in der Diät ist das ein Hack. Ich sollte mit geschlossenem Mund eigentlich reden. Sonst kommt meine Mama und sagt mir, nee, du sollst den Mund so machen, wenn du redest. Nee, zuerst schlucken, dann essen, da sagt meine Mama immer. Zuerst schlucken und dann essen, habe ich gerade gesagt. Ja. Zuerst schlucken und dann reden, so. Ja, okay. Wir sehen uns beim nächsten Meal, aber das nächste Meal, das gibt's schon, ich glaube, am Flughafen, weil wir fliegen ja nach Ungarn. Also, am Flughafen angekommen, gibt's die nächste Mahlzeit. Man hätte sich schon denken können, Hühnchen mit Reis. Mal was Neues. Nee, aber darauf habe ich Bock. Ist genau 1:1 auf das Gramm genau die gleiche Mahlzeit wie die letzte Mahlzeit. Also viel muss ich dazu nicht sagen. Ich habe Bock drauf und es schmeckt geil. Bam! Sogar eine Gabel habe ich, weil mit Gabel Hühnchen mit Reis essen ist angenehmer wie ohne. Mir tun wir jetzt so, als wäre ich noch nie in irgendeinem Flughafen gesessen und hätte mit meinen Fingern den Reis. Wir reden nicht drüber, aber worüber wir kurz reden, beziehungsweise was ich euch sagen will, guck mal, wer da ist. Mein Ehrenpapa, denn ich fliege nicht alleine. Er kommt mit zur Unterstützung und einfach auf Ehrenbasis ist er dabei. Nee, Grüße gehen raus, falls du das Video anguckst. Keine Ahnung. Denkt ihr, mein Papa guckt das Video, obwohl er selber eigentlich die ganze Reise dabei war? Ich weiß nicht. Falls du guckst, Grüße gehen raus. Aber ja, das wird jetzt vernascht und dann geht's fliegen. Falls ihr euch fragt, wieso ich hier außerhalb vom Flughafen chill und nicht irgendwo beim Gate oder so das esse. Mein Dad bzw. meine Eltern beide haben die Vorliebe, irgendwie 3 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Kann man eigentlich ja auch davor noch draußen chillen, was auch immer. Und also, ja, ich bin eigentlich meistens 30 Minuten vor Abflug da. Habe aber noch nie einen Flug verpasst. Schreibt mir in die Kommentare, welcher Typ seid ihr? So 3 Stunden vor Abflug beim Flughafen sein oder ja, auf entspannt so irgendwie dann noch in den Flieger reinrennen. Ich bin Nummer 2. Angekommen. Das erste, was es gibt, ist der Ultra Rice Pudding, worauf ich ultra Bock habe. Let's go. Hinter der Cam haben wir mein Dad. Korrekt, danke vielmals fürs Aufnehmen. Wenn ihr euch beschweren müsst für die Aufnahme und so, dann beschwert euch nicht bei mir. Aber was haben wir hier? Genau das gleiche wie bei Meal Nummer 1. Einfach mit einer Banane oben drauf und darauf habe ich ultra Bock. Weil ich habe Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Und wir sind jetzt auch auf dem Weg zur Registration. Denn in Ungarn irgendwie. Props gehen raus an den Flughafen Ungarn. Boah, lecker. Banane ist so geil. Ich hatte schon so lange keine Banane mehr. Alter, krass. Props gehen raus an den Flughafen Ungarn. Die kriegen es viel besser hin als alle anderen Flughafen, wo ich bis jetzt jemals war mit dem Gepäck. Wir sind gelandet, in so einen Bus reingegangen, dann vom Bus halt zum Flughafen Tor da gefahren worden. Und ungelogen 2 Minuten gewartet und das Gepäck war da. Ich habe mit einer halben Stunde gerechnet und hätte halt eine halbe Stunde gegangen. Hätten wir morgen zur Registration gehen müssen und dann schon um 7 aufstehen, um uns halt am Morgen vor dem Wettkampf zu registrieren. Aber da das jetzt schneller gegangen ist, können wir jetzt einfach schon heute zur Registration fahren und uns registrieren und dann ins Hotel gehen und die letzte Mahlzeit genießen. Aber jetzt, wie gesagt, ich bin so unfähig. Unglaublich. Aber auch hier
haben wir den Whey Drip drüber. Nur habe ich, sehr intelligenter Mensch, zuerst den Whey Drip drauf gemacht und dann die Banane. Andersrum wäre besser gewesen. Naja, scheiß drauf. Mir schmeckt so geil. Ich freue mich so, dass ich mich essen darf. Und diese Kohlenhydrate sind sowas Schönes. Aber ja, ich glaube, das war's mit dem Meal. Ich lasse mir das schmecken. Und ich gehe zur Registration. Ich kann Registration nicht sagen. Also, peace. Wir haben ein kleines Problem. Nämlich habe ich bei dem Bolt die Adresse falsch eingegeben. Beziehungsweise die Adresse habe ich eigentlich richtig eingegeben. Aber dem Zip-Code, also es gibt irgendwie 10 Straßen mit dem gleichen Namen in Budapest, wo wir jetzt hier sind. Und wir sind an einem falschen Ort gefahren. Und die Registration ist jetzt eigentlich schon seit 10 Minuten zu. Also wir haben 10 nach 6 Uhr und um 6 Uhr ist vorbei. Und wir haben noch 2 Minuten Autofahrt dorthin. Also ich hoffe jetzt einmal, dass wir da noch jemanden finden. Weil sonst müssen wir morgen ziemlich früh aufstehen. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Und das wäre ziemlich beschissen. Aber naja, mal schauen. Wünsche mir Glück. Ich bin jetzt irgendwo in Budapest in einem Einkaufszentrum, welches glaube ich schon zu ist. Mich probieren hier zu registrieren für den Wettkampf. Und ich glaube, ich habe es geschafft. Denn ich glaube, ich bin am richtigen Ort. Hier sind Leute und es sieht so aus. Ja, Alter. Krass. Ich glaube, ich bin wirklich. Ja, INBA. Wir haben es geschafft. Das hat für ein Ghetto. Hot for news Ghetto. Number. Thank you. On the right side, okay? Right. Okay. Classic Physik Novice, short. Yes. Classic Physik Junior. Yes. Okay. Ian Commissioner, can you? Hello, yeah. Must pay there. Okay. Aaron Kategoria. Kategoria, my name is your address. Okay. And your name. The positive. That's green. The negative is red. And red is, what does it mean? Red, that means you are inject testosterone or... Ah, okay. Drug testing. Yeah. Okay. And I'm drug free? Yeah. Okay. Finished, yeah. Bye. Thank you. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt ein bisschen so auf versteckt mit meinem Handy gefilmt, weil ich konnte meine Kamera und so nicht mitnehmen. Ich wurde einfach gedrogentestet mit irgend so einem Ding, also ich bin da komplett... Wow, ich weiß nicht, was das Ganze gerade war. Aber ich habe auf jeden Fall noch so ein T-Shirt bekommen und da haben wir ein Wasser geschenkt. Das ist cool. Und ich bin jetzt arm. Okay, das war crazy. Ich konnte hier meine Kamera nicht mitnehmen, weil da war kein Film erlaubt und so. Und ich habe wieder ein bisschen probiert, versteckt was zu filmen. Ich hoffe, denen ist das nicht aufgefallen, dass ich da so ein bisschen mit meinem Handy da so auf... Ui. Aber, naja, er hat gesagt, ich bin natural. No Testosteron. Okay. No Testosteron. Echt. Passed. Ich habe gepasst den Test auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht ganz weiß, wie der anhand von meiner Hautdicke oder so messen will, ob ich Testosteron nehme oder nicht. Aber er sagt, ich nehme keins, also ist gut. Boah, auf jeden Fall sind wir angemeldet. Morgen auch fürs Tanning. Wir müssen schon um 8 Uhr dort sein, was ein bisschen Pain ist. Denn, naja, das heißt um 7 oder sogar noch früher, besser gesagt, aufstehen und ready machen. Aber was soll's. Jetzt gibt's aber noch einen kurzen Formcheck, denn wir haben gut Kohlenhydrate drin und es könnte sein, dass wir nicht schlecht aussehen. Aber mal schauen. Wisst ihr, was noch besser ist als dieser Formcheck hier, den wir gleich machen? Ich habe zwar keine Uhr, aber ich habe gerade vorher auf mein Handy geguckt und da steht die Zeit drauf. Wir haben 20 Uhr und das heißt, mein nächstes Meal steht an. Aber zuerst jetzt Formcheck. Meine Fresse, aber jetzt mal Real Talk an dieser Stelle. Alter, sieht das geil aus. Junge, sind wir schön voll. Ganze Muskelheit, es ist alles... Boah! Psch. Guck dich allein diese Brust an. Wir haben nicht mal einen Pup oder irgendwas. Die Scheiße ist so voll von den ganzen Kohlenhydrate. Richtig geil. Richtig geil. Apropos Kohlenhydrate. Meal Nummer 5. Final Meal. Und ihr seht, es ist was ganz Spezielles. Hühnchen mit Reis. Aber wir haben dazu sogar noch ein Ei.
welches ich nicht geschält habe, weil ich mir jetzt gerade denke, das hätte ich eigentlich schälen können. Auf jeden Fall habe ich da jetzt sehr Bock drauf, denn ich habe wirklich Hunger und wir haben ein Ei, was schon special ist, schon geil ist. Ich habe auch gerade noch mit Johannes telefoniert und er hat sich natürlich die Form angeguckt und gesagt, ist gut, sehr schön voll aufgeladen. Jetzt muss das morgen noch passen, also muss natürlich härter noch werden, ist klar. Das Wasser muss ein bisschen raus und ich denke, ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, es wird nochmal eine bessere Form als die, die wir an der Wehrenberf hatten. Also nochmal ein Upgrade, aber wir werden es sehen und jetzt wird sich zuerst mal dieses Ei hier gegönnt. Wenn ich das hinkriege zu schälen. Ah, scheiß drauf, ich esse das Ei später, jetzt zuerst mal Hühnchen mit Reis. Und der Trick ist, wenn ihr den Reis ein bisschen länger schon stehen habt, macht einfach Wasser drüber und im besten Fall noch in eine Mikrowelle rein, dann wird es noch leckerer, weil es dann so schön warm wird und halt wie Frischreis ist. Aber auch so, es gibt so neues Leben. Und somit war es mit One Day Out, Full Day of Eating. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe vor allem aber morgen, dass die Form gut wird und ja, auf der Bühne geil aussehen. Aber ich bin confident. Ich habe Vertrauen in, ja, eigentlich schlussendlich den Plan, den mir Johannes geschrieben hat. Denn das ist eigentlich das, was er mir gesagt hat. Wenn ich scheiße aussehe, ist er schuld. Und wenn ihr bis hierher geschaut habt, ihr seid die Wahn, die Real, the Real Cheese, wo das Video einfach komplett schauen, schreibt extra Ei in die Kommentare. Dann weiß ich, ihr seid die Realen, weil wir haben ein extra Ei bei der letzten Mahlzeit dazu gekriegt. Also, ja, genau. Aber ja, das war's von mir. Wir sehen uns morgen. Peace. Oder warte noch, ihr wollt's ja immer. Ihr wollt ja unbedingt immer die Makros und so haben. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe den Plan von Johannes gekriegt und da steht einfach 120 Gramm Reis drauf. Macht das. So, okay, ich mach das. Aber ich rechne für euch die kompletten Makros ausgerechnet und bam. Hier habt ihr alles. Somit bin ich raus. Bevor wir das Video an dieser Stelle aber beenden, guckt euch mal an, was mein Dad hier für Essen sich bestellt hat. Alter, ist das geisteskrank, wie das aussieht. Unglaublich lecker. Aber genau sowas wird es bei mir auch als Post-Show-Meal geben. Kartoffeln aber ohne den Sauerrahmen und dann noch Fettfleisch. Aber irgendwie die fünffache Menge an Fleisch. Ich will richtig viel Fleisch. Ich will richtig viel Fleisch. Aber Papa, genieß es. Ich habe Hühnchen mit Reis. Okay, jetzt wirklich ciao. Peace out.